Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge von Thomas Tiefer Garage. Ich mache hier was, was ich wahrscheinlich noch nie gemacht habe, nämlich mein Auto entkratzt. Hier in Brandenburg ist nicht nur die Bevölkerungsdichte gering, sondern auch die Temperaturen sehr niedrig. Also es waren jetzt gefühlt 4 Grad die Nacht oder so. Es muss ja weniger gewesen sein. Minus 4 wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir erstmal unsere Autos hier vom Frost befreien. Und ja, wir sind heute zum Treffen von Erichs Erben in Neuhardenberg eingeladen. Und wir machen jetzt die Autos soweit startklar. Der Lada ist natürlich schon enteist, ja. Unschwer zu erkennen, was so 4 Takter eben leistet, ja. Und ja, nee, jetzt machen wir uns gleich los. Frühstücken noch was. Und dann hoffen wir mal, dass es ein sehr interessanter Tag wird. Wir haben noch hier zwei Louis mit. Hallo. Und dann gucken wir einfach mal. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Moin! Moin! Mensch, Frankie, du bist ja hübscher als ich dachte. Ja, na du auch. Moin. Ja. Und dann machen wir ein bisschen Wischiwaschi. Ja. Alles klar, Mann. Bis später. Ja. Grüß dich, meine Sonne! Na? Alles klar oder was? Klar! Hey. Schön, dich zu sehen! Guten Morgen! Guten Morgen! Ist schon gelegen, sind wir da. Wir sind angekommen bei Erichs Erben in Neuhardenberg. Das wird ein richtig geiles Treffen. Nice! Ja, habt ihr schon gesehen? Das ist ja gestern ein bisschen leer. Ja, wie meint ihr? Ist hier reingekommen? Ja, auch gut. Echt? Ach, das ist alles scheiße hier. Tag. Thomas, wie hast du eigentlich geschlafen? 1A? Ja? 1A? Nackt. Nee, wirklich 1A. Also ich kann nicht klagen. Wirklich nicht. Also nur heute früh, das wo ich da munter, aber das war, weil ich eben pullern musste. Das ist eigentlich der Kameramann heute, aber bevor der ewig hinter der Kamera verschwindet, müssen wir wenigstens noch mal Jens kurz hier. Nochmal kurz Bier trinken, wa? Ja. Hat er jetzt mal Hallo oder so? Hallo. Grüße! Thomas, sind nicht mal Querfinanz. Vom ersten Ausbruch-Meeting von Erichs Erben. Ja. Wir machen hier mal Probesitzen. Wir machen Probesitzen im 311er von René. Weil wir tatsächlich überlegen, zu der Farbe der Innenausstattung, es ist ja schwarze Limo, 311er, ob das nicht eventuell auch zu meinem passen könnte. Wenn sie jetzt mal kurz hier rumkommen würden und die Tür filmen, das Rot finde ich halt so geil. Ist halt nicht, Rot ist ja immer nicht gleich Rot.
aber so ein bisschen so dieses, ich habe es Puffrot genannt. Finde ich ganz angenehm. Ja, so Patina-Rot, hä? Ja. Ist das der richtige Ausdruck dafür? Nee, ich glaube, das ist einfach Puffrot, würde ich dazu sagen. Puff. Ein wunderschönes Auto. Ja, war? Wahrscheinlich. Das ist ja noch nicht hier drin so. Nee. Nee. Das ist eigentlich fürs Radio, aber hier der Hut ging so geil. Den habe ich aber auch. Mein Lenkrad ist genauso auch. Das aber dann aber nicht vom Tausender. Das ist ja 900er hier. Na, meiner ist ja 900er ursprünglich. Eigentlich, ja. Ja, ja. Sehr schöner Autowagen. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ja, gleichfalls. Du! Was ist los? Irgendwie hatte ich dich eben schon in Erinnerung. Ich mach Scheibe hoch. Also kurze Info, wir haben schon so viel, wir können schon einen zweiten Kameramann leisten. Du siehst es schon. Alter, komm. Komme ich jetzt auf Brabant TV? So, also das fährt uns doch bei dir genauso. Die Länge ist halt Komfort, ne? Also. Aber die Geschwindigkeit macht es auch ein bisschen. Nähmaschinenmäßig. Wir wissen wieder YouTube, hier Sonntag. Thomas Enthüllung. Mittwoch 17 Uhr. Ganz einfach. Aber Thomas macht jetzt auf Landwirtschaft und so weiter. All I wanna do.
Ich überlege echt, ob ich morgen mit dem Trabi einfach zurückfahre. Kann ja nicht passieren, theoretisch. Nö, das wäre geil. Also geht ja schon mächtig, Alter. Oder? Im Anzug ist schwierig, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Ja, wir haben heute nicht ganz so viel gequatscht, wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber ich glaube, es sind trotzdem ein paar coole Aufnahmen entstanden. Wir warten jetzt auf die Ostblock-MV-Zeitmaschine, die wahrscheinlich rückwärts läuft, bis die soweit sind. Wir werden jetzt noch ein halbes Glas Sekt trinken, jeder. Gar nicht. Mal nicht. Und dann gehen wir runter an das Spree zusammen. Und wie gesagt, dann trainieren wir da noch was. Und dann lassen wir den Abend ausklingen. Und dann lassen wir den Abend wunderschön ausklingen. Na, und dann haben wir es eigentlich für diese Folge schon. Ich denke mal, war wieder nicht so viel Quatsch mal ausnahmsweise, ja. Ein paar mehr bewegte Bilder. Waren geile Autos, genau, denke ich auch. Coole Leute kennengelernt. Vielen, vielen Dank an alle, die mal mit mir kleine Schwätzchen gemacht haben. Und überhaupt an die, die alle da waren. Ich denke, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. War eine coole Sache. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao. So, ja. Jetzt guck mal rüber. Da steht da Thomas. Quatsch die Leute voll. Und die kaufen bei denen tatsächlich die Schaltpläne, ja?